Ja, ihr Lieben, es geht in diesem Video jetzt um das Thema Improvisation als Lebenskunst. Ich habe wieder ziemlich Feuer gefangen bei dem Thema Improvisation. Ein Stück weit lag es daran, dass ich gestern Abend ein Online-Meeting hatte mit Kolleginnen, Kollegen. Also mit Sängerinnen und Pädagoginnen, Pädagogen. Und das läuft so ein bisschen ab wie so eine Art Supervision. Und ich habe so erzählt, dass ich so gerne selber mehr Musik machen möchte und aber auch gern Improvisation anbieten möchte. Aber im Zeitalter des Digitalen und in all diesen Einschränkungen, die es im Moment gibt, in der Präsenzveranstaltung, weiß ich nicht, wie das umsetzbar ist. Und in meinem Kopf war eigentlich die ganze Zeit, es geht nur in der persönlichen Begegnung und es geht nicht online. Ja, ich wurde dann eines Besseren belehrt. Und die Kolleginnen haben dann gesagt, nein, das ist auch online möglich. Auch mit der Technik, mit der Zeitverzögerung. Gerade die Improvisation eignet sich eben. Wenn jetzt irgendwas im Platt gespielt werden müsste und ein Ensemble zusammen übt oder spielt, wäre es was anderes. Aufgrund dieser Zeitverzögerung, die es online gibt. Aber in der Improvisation könnte man das ja alles auffangen. Da gibt es ja kein richtig und kein falsch. Mir wurden ein paar Namen genannt von Menschen, die das schon bereits tun. Online. Und ich habe mir dann die Webseiten angeschaut. Und habe gemerkt, ich bin wieder so richtig reingekommen in dieses Thema der Improvisation. In der Funke wieder an zu sprühen. Und seither bin ich am Feuerspeien und ganz begeistert und fest entschlossen, jetzt tatsächlich Formate zu entwickeln, in denen das möglich sein wird. Spannend ist auch, dass ich in den letzten Präsenzveranstaltungen, die ich hatte, ja auch darauf hingewiesen habe, dass ich dann aufhöre, diese Tagesveranstaltungen so zu machen und dass ich mehr in die Improvisation will. Und ganz, ganz, ganz viele immer wieder gesagt haben, wow, super, wenn das soweit ist, gib mir Bescheid, ich habe total Lust auf Improvisation. Und da ganz, ganz viel Interesse besteht und ich immer gedacht habe, jetzt muss er halt warten, bis es endlich mit den ganzen Corona-Verordnungen möglich ist. Aber es ist tatsächlich online auch möglich. Plan Präsenzveranstaltungen für 2021 tue ich im Moment gar nicht. Also ich habe überhaupt keine Termine vereinbart im Moment für bei den Häusern, weil mir das Risiko viel zu groß war. Aufgrund der ständigen Einbrüche und letztendlich auch Unplanbarkeit. Also man redet da jetzt schon von der dritten Welle und dann wird auch die vierte kommen und weiß ich nicht, es hört ja gar nicht mehr auf. Und ja, das sind dann Angebote, die ich relativ spontan machen werde, sobald ich weiß, eben improvisiert planen werde, sobald solche Dinge wieder möglich sein werden. Also ich dann sage, okay, ich mache jetzt einen Tageskurs zur Improvisation und muss dann halt schauen, dass ich ein Haus finde, wo ich hingehen kann, wo noch was frei ist. Aber das entspricht letztendlich auch viel mehr dem Gedanken der Improvisation. Ich sehe tatsächlich in der Improvisation
ein unglaubliches Potenzial, das Leben zu lernen und auch die Stimme zu befreien. Und es geht hier auch um die Befreiung der Kreativität, die man über die Improvisation wirklich komplett befreien kann, entfalten kann. Es geht wirklich darum, sämtliche Konzepte und Vorstellungen hinter sich zu lassen, und es geht in die Handlung. Das ist das, was ich so genial finde. Und man übt sich im Tun, im Machen, im Ausprobieren, im Spiel. Und es ist so, so genial. Ich bin so begeistert von der Improvisation schon lange, weil sie so ein unglaubliches Potenzial in sich birgt und weil sie uns das Leben lehrt. Es ist wirklich eine Lebenskunst, um die es da geht und die jetzt eigentlich auch gerade in dieser Krise so gefordert ist. Naja, ich werde auf jeden Fall, bin gerade sehr dabei, mich mit dem Improvisationstheater auch auseinanderzusetzen, zu beschäftigen. Also inwieweit ich da Teile des Improvisationstheaters, des Schauspiels mit reinnehmen kann, das verbinden kann mit Stimme, mit Bewegung, mit Tanz. Und Schwerpunkt wird sicher sein, Ausdruck, künstlerischer Ausdruck, eben diese Kreativitätsentfaltung, Improvisation. Also in der Improvisation den eigenen Ausdruck zu finden und die Kreativität zu befreien und auch die Stimme. Ich kann noch nicht so genau sagen, wann ich so weit bin. Es hängt jetzt davon ab, wie das, was jetzt gerade so in mir stattfindet, an Ideen soweit ist, dass ich sage, jetzt wage ich mal einen Kurs. Vielleicht mache ich auch erstmal so eine Probeveranstaltung, um das auszutesten für alle Interessierte. Wahrscheinlich und ja, online. Weil in der Präsenz habe ich es ja schon gemacht und weiß das eher. In Online-Formaten finde ich es schwierig. Aber es ist wirklich eigentlich der Schlüssel, die Improvisation, um aus dieser Bewegungsunfähigkeit hinauszukommen, um aus dieser Erstarrung hinauszukommen, in die Bewegung. Und es geht nur ums Jetzt. In der Improvisation geht es immer nur um das Jetzt. Und es gibt kein Richtig und es gibt kein Falsch. Es gibt nur den Moment. Und eigentlich geht es darum zu lernen, in diesem Augenblick, in dem wir gerade sind, zu Hause zu sein. Und immer wieder Tenor oder Thema der letzten Tage war in der Begegnung mit den Menschen, egal ob das gestern Abend war oder ob das in meiner Gruppe im Stimmtrainingsprogramm ist, dass immer wieder auch die Frauen, aber auch die Männer erzählen: Mir fehlt da noch sowas, um mir richtig loszulegen, um rauszugehen, um mich zu zeigen. Da bleibt noch ein Stück zurück. Also das ist ja diese Kontrolle, das Bedürfnis nach Sicherheit, das uns eigentlich immer wieder zurückhalten lässt, unsere Zügel anzuspannen. Improvisation steht für mich total für Lebendigkeit. Das ist schon allein die Auseinandersetzung mit diesem Thema, mit der Improvisation, da merke ich schon, wie in mir alles sich freut und lebendig wird. Es ist tatsächlich für mich die Meisterschaft. Das ist die höchste Kunst, die Improvisation. Egal, ob wir das im Theater machen, ob wir es in der Musik machen, im Malen. Es ist das Leben selbst, die Improvisation. Und sobald ich mich damit beschäftige, dann merke ich auch,
Also es ist einfach so, dass die Vergangenheit oder die eigene Geschichte gar keine Rolle spielt. Die fällt quasi von einem ab. Und diese Lebensenergie, das kann man nicht trennen mit der Improvisation. Es ist das Leben selbst. Wenn diese Lebensenergie das Leben selbst ist, dann ist die Improvisation auch das Leben selbst. Ja, ich, wie gesagt, werde mich jetzt noch ein bisschen auseinandersetzen und weiter schauen, was sich mir zeigt an Ideen und an Möglichkeiten, Formaten. Und dann werde ich das sicherlich mal so einen Test machen und für diejenigen, die Interesse haben, sind dann herzlich eingeladen mitzumachen. Und ich will einfach jetzt Teile des Theaters, des Schauspiels, des Tanzes, der Bewegung mit hineinnehmen. Mit Sicherheit ist der Schwerpunkt bleibt für mich die Stimme, der Gesang. Ja, es ist wirklich Improvisation, es ist Bewegung. Es ist Lebendigkeit, es ist einfach, das packt mich immer so. Das wollte ich euch sagen, dass das quasi der nächste Schritt sein wird. Ich mache im Moment die Aufzeichnungen für die Online-Kurse. Also ich gebe jetzt erstmal das ganze Wissen, das ich habe, weiter hinaus. Und diese Improvisationskurse oder Formate, die sind dann live. Kann ich mir im Moment gar nicht anders vorstellen. Es muss live sein, es muss in der Begegnung sein. Und das wäre dann quasi, oder das ist dann der Schritt danach. So dass ich tatsächlich für 2021 verstärkt in diese Improvisation einsteige. Da hüpft mein Herzchen gerade so. Ach, und ich freue mich so. Fühlt sich gerade so ein bisschen an, wie ich nach Hause komme. Und alle, die Interesse haben und sagen, oh ja, ich finde es total spannend, die dürfen sich gerne bei mir melden. Und wenn ich soweit bin, lade ich euch ein. Dann machen wir erstmal so einen Testlauf. Und wir sind ja alle ein Stück weit neu, also aus diesem Bereich in der Digitalisierung. Und wir müssen ja auch erstmal testen und ausprobieren, was möglich ist. Und so geht es auch meinen Kollegen, Kolleginnen und mit denen ich da im Austausch bin, dass wir einfach diese Kultur, dieses Kulturelle ja ein Stück weit jetzt auch digitalisieren müssen. Und natürlich, sobald das wieder möglich ist, ich hoffe, dass es wieder möglich sein wird. Und dass die Arbeit mit Menschen in Zukunft nicht daran geknüpft ist mit einem Impfpass. Das wäre natürlich das Ende meiner Angebote. Aber ich denke jetzt mal positiv und ich glaube, dass es eben diese Improvisation ist, die uns jetzt auch aus der Krise bringt. Das ist die Musik, das sind die Künste. Und die Improvisation ist tatsächlich die Meisterschaft aller Künste. Alles Liebe!